Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch Eidolon, zu einem neuen Part, Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Ja, wie im letzten Part schon angekündigt, bauen wir uns heute eine Kirche. Ja, eine kleine Kirche fürs Dorf. Und ja, ich baue hier ein bisschen Stein ab. Was ist denn das für ein Stein? Andersit, poliert Andersit. Ja, und dann ja, bauen wir uns glatt mal hier den Turm ab. Weil ich würde direkt mal sagen, bauen wir uns die Kirche mal aus einem vernünftigen Stein und nicht aus Holz. Da ich mir ein bisschen überlegt, ja, es ist vielleicht doch ein bisschen praktischer und schöner. Die Kirche besteht halt doch aus Stein und ja, wo wir gerade den Turm hier abbauen wollen, können wir das gleich nutzen, das Material, was wir hier vom Turm bekommen, und können damit ein neues Gebäude errichten. Ja, es klingt doch noch einen Plan. Ich würde mal sagen, setzen wir den in die Tat um, den Plan. Und ja, dann baue ich jetzt erstmal ein bisschen was ab, bevor es mit dem Aufbau eines neuen Gebäudes losgehen kann. Ich weiß nicht, ob der andere sieht so sonderbar schön aussieht in Form von Kirche, aber mal schauen, was ich daraus mache. Vielleicht kann man das auch irgendwie brennen und was anderes daraus machen. Mal schauen. Okay, da ist die erste Steinspitzhacke kaputt gegangen. Ich habe noch eine Steinspitzhacke genommen, um die mal zu verbrauchen. Oh, das Fels, da müssen wir auch mal nachgucken. Ja, da können wir mal dieses Schandgebäude von Oguyana-Turm abbauen und für was Neues verwenden. Das passt auch ganz zum Thema Kirche, würde ich mal sagen. Zumindest nach meinem Empfinden der Sachen so. Oh, können wir abbauen, können wir ein bisschen Weizen gleich noch bekommen. Und die Melonen sind die auch schon reif. Ich glaube ja, die sehen gut aus. Und gleich wieder anpflanzen. Ja, ich wollte sagen, aus meinem Empfinden der Sache, ja, kann man auch sehr gut den Oguyana-Turm, das Material aus dem Oguyana-Turm für die Kirche verwenden, weil ja, aus was Schlechtem mit der Kirche was Gutes machen. Ja, halte ich nicht für schlecht. Okay, Samen, da kommt noch nichts Großartiges raus. Die sind noch nicht zu Ende gewachsen, die brauchen wohl noch eine Weile. Weizen geht sehr schnell, aber ja, die Melonen, die brauchen. So, da können wir die Samen reintun. Okay, Weizen, das können wir jetzt mitnehmen. Wir werden ja eh das Holz abholen und eine neue Spitzhacke holen. Wenn wir das Ding abbauen, den Turm, können wir dann auch irgendwann die... Boah, das sieht gerade lustig aus. Da können wir auch mal die Diamantspitzhacke nehmen. Aber ich will jetzt erstmal die Steinspitzhacken, die wir noch auf Vorrat haben, abarbeiten. Hier haben wir noch eine Spitzhacke.
Steinspitzhacke, die brauchen wir nicht. Können wir uns derzeit neu machen. Stein ist jetzt nichts so Schlimmes. Deshalb, ja, erstmal die verbrauchen, bevor wir mit dem größeren anfangen. So, ich gucke gerade mal, was wir aus dem an der Resid machen können. Vielleicht können wir da was Gutes draus craften. An der Resid. Okay, scheinbar nicht. An der Siedziel, vielleicht kann man da auch was Schönes draus machen oder nicht. Scheint nicht poliert. Vielleicht können wir es brennen und dann sieht es besser aus mit der Kohle, die wir genug haben. So, hier mal reinstecken. Mal schauen, ob was passiert. Nichts passiert. Auf jeden Fall. Das heißt, ja, müssen wir wohl vorlieb nehmen mit dem polierten. Wie auch immer das poliert wurde. Ich habe noch nie was poliert. Aber gut. So, ein paar Brote machen. Das kann ich mit dem Weizen. Cookie, was brauche ich dafür? Irgendwelche Samen noch dazu. Alles klar. 4 Brote. Ja, hallo. Da haben wir was am Vorrat. Apfel. Da schnabuliere ich gerade mal einen. Kann ich brauchen. Ein bisschen Regeneration kann nicht schaden. So, die Fackel, die wollte ich ablegen. Und das Gitter. Nur holen wir uns das Holz fürs Dach. Und dann machen wir da ein anderes Dach draus. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja. Können wir uns hier, nein, das ist Metall. Das kommt wohl hier hin. Eine Tür haben wir auch schon mal. Ein Netherstein als Dach. Können wir ja mal mitnehmen. Ob das dann gut aussieht, weiß ich nicht. Naja, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber mal schauen. Ich würde erstmal die Grundmauern errichten und dann schauen, wie wir weitermachen. Da brauche ich noch ein bisschen von dem Turm. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ja. Ist wieder mal schön zu sehen, wie Minecraft hier alle physikalischen Regeln und Richtlinien zerstört. Weil eigentlich müsste uns das Ding jetzt höllisch auf den Kopf knallen, wenn wir das von hier unten angefangen haben zu bauen. Man müsste das von oben abbauen oder irgendwie in der Mitte sprengen oder irgendwas anderes, aber ja. Du wüsste, was ich meine. Die Steine würden uns von oben sowas von runter auf den Kopf knallen. Das wäre eine fatale Problematik hier. Steigen wir nicht zu hoch, dass wir wieder runterkommen. Ohne viel Fallschaden. Okay, die Treppenstufen können wir uns schon mal mitnehmen. Das ist, glaube ich, nicht allzu schlecht. Können wir vielleicht gebrauchen. Ich sehe schon, es wird Nacht. Da sollte man eigentlich mal in Sicherheit gehen. Ja, vor allem hier auf dem Orgojana-Turm. Ach du Schande. Da war ein Loch, in das ich hineingefallen bin. So. Ich gehe mal hier ins Wirtshaus. Kurz schlafen.
Und dafür ist es da. Ach du Scheiße. Ein Creeper. Im Wirtshaus. Nein. Fuck. Fuck das Wirtshaus. Fuck das Wirtshaus. Da Kacke. Was macht denn hier ein Creeper im ausgeleuchteten Haus? Das Wirtshaus ist doch ausgeleuchtet, oder? Oder braucht man da massiv mehr? Ich hole mir meine Items wieder ab. Ich hoffe, der hat nicht zu viel gesprengt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Der hat hier einen Schaden angerichtet. Ach du. Na. Halleluja. Ja gut, so viel dazu. Da war nicht mehr genug Holz. Das meiste ist schon weg. Hat sich in Luft aufgelöst. Ach du Schande. Wie sieht das denn hier aus? Und die Tür. Oh nee. Echt, darauf hatte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich wollte heute mit dem Bau anfangen. Jetzt muss das hier reparieren. Jetzt muss ich hier die Reparaturen bedenken. Redstone ist auch verloren gegangen. Dieser scheiß Creeper. Nee, ey. Ja. Können wir heute nur mit den Planungen anfangen und erstmal das reparieren. Ja, erstmal muss das repariert werden. Dann können wir weiter gucken. Och man, das finde ich jetzt extra scheiße. Das ist... Och man, Holz. Haben wir ja genug dabei, haben wir genug abgebaut. Müssen wir ein bisschen dafür einsetzen. Ja. Erst das Wirtshaus reparieren, dann die Kirche bauen. Ja. Prioritäten muss man haben. Im Mittelalterdorf. So, zack, hier mal wieder die Türe reinmachen. So, das kriegen wir doch hoffentlich schnell repariert. So. Zack, zack. Okay, da haben wir wohl die Tür. Und wenn da noch das Schild drüber hängt. Muss hier der Eingang gewesen sein. Ja. Zack. müssen wir auch mal für sorgen. Ich hoffe, der hat oben eine Werkbank. Hat er wahrscheinlich nicht. Muss anderswo besorgen. So, die goldene Spitzhacke hängt. Die goldene Schaufel hängt wieder an ihrem Platz. Ne, das habe ich leider nicht mehr. Die Falle. Wo ist denn eigentlich der Wirt? Ist der auch bei der Explosion draufgekommen oder draufgegangen? Jetzt brauche ich dieses Holz hier. Reparieren wir erstmal den Rest, oder? Okay, hier durch. Treppe ist noch in Ordnung. Ja, scheint so. Ist wohl der Wirt drauf gekommen. Drauf gegangen. Bin jetzt auch so schockiert hier von der Sache. Kann nicht mehr reden. Der Wirt ist nicht mehr da. So, dann. Tor und anderes Holz besorgen. Meine Fresse. Ja. Minecraft ist immer für Überraschungen gut.
vor allem die Creeper, die mag ich ja hier am liebsten. So, das Holz, davon haben wir auch noch ein bisschen was. Und Tor haben wir nichts mehr dabei. Werkbank. Hier, dann nehmen wir uns auch gleich eine mit. Jetzt ist gerade hier mein kompletter Plan hier zerstört worden. Das macht mich am meisten fertig. Zaun. Achso, hier. Ein paar von denen. Ihr hört es an meiner Stimme, das bringt mich vor allem durcheinander hier. Es bringt mich durcheinander. Wenn ich im Kopf jetzt abwäge, wie jetzt weiter und es bringt noch. Ja, ach nein, ist schon wieder so ein Drecksviech. Och, was. Wo kommen denn diese Wichser alle her? Komm mal raus. Nein. Scheiße! Ey! Junge! Hab ich keinen Bock mehr drauf! Alter! Jetzt bin ich auch noch in dieses scheiß Loch gefallen, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Nee, ey! Fucking Creeper, das ist. Entschuldigt diese Sprache, das ist aber. Alter. Muss mich jetzt mit Holz hier hochbauen. Wird Zeit, dass wir eh dieses Loch schließen. Wer baut denn so einen Wichs? Der wird sich hier was. Als Falle, als Monsterfalle gebaut. Bringt leider recht wenig. Zum Kotzen hier, muss ich mir auf den friedlichen Modus stellen am besten. Eigentlich müsste man das mal machen, wenn man baut. Ich entwickle langsam Hass gegen Creeper, das ist. Zombies, ja, ist noch gut. Das ist mit Zombies kann ich leben. Zombies finde ich in Ordnung. Mit denen kann ich mich nicht anfreunden, aber. Das ist. Noch alles verkraftbar, aber Spinnen ist auch noch alles möglich. Eine Hexe, die habe ich auch schon überlebt. Da kann ich schnell abhauen. Skelette sind auch noch gut, aber diese scheiß Creeper, das ist, die mir immer alles hier weghauen. Das ist, da habe ich die goldene Spitzhacke hier wenigstens mit dabei, das Schild. Oh, verdammte Scheiße hier, das ist. Das gibt es doch nicht. Das ist doch hier nicht. Gut, ich baue jetzt hier mal ganz schnell auf. Ich mache hier mal ein bisschen Zeitraffer und sehen wir uns dann gleich wieder. Müssen wir jetzt hier nicht ausschmücken. Na dann, bis gleich. Thank you.
Creepern mal den Krieg erklären. Das ist, ich hab's bestimmt schon öfters gesagt, aber diese verdammten, das ist doch echt nicht wahr. So, da steht's wieder. Das Tor machen wir auch zu. Zack, nein. So wird uns nicht. So, zack. Dann sieht's doch wieder einigermaßen in Ordnung aus. Nicht ganz so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, die Bar, die war mir ein bisschen größer vorgekommen, aber ja. Treppe, glaube ich, auch ein bisschen näher ran, aber naja. Was soll's. Ja, das passt eigentlich. Hier oben ist alles repariert. Jetzt müssen wir jetzt. Ja, da fehlt die Steinplatte von dem einen Tisch. Okay, von wegen alles repariert. Hier müssen wir noch zubauen. Zack, zack, zack. So, jetzt ist da oben alles dicht. Brauchen wir halt noch eine Steinplatte. Irgendwoher. So ein bisschen Stein abbauen und dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Stein, 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 Stein. Spitzhacke dürfte ich doch dabei haben, ja. Da drüben ist Stein. Nehmen wir das. Ja, das dürfte reichen. Für den Zweck. Eine Werkbank haben wir ja dort. Die Kuh, die hat mir mal nichts mitbekommen. Ist, glaube ich, immer noch dieselbe Kuh, die halt immer am Turm rumläuft, die schon im Orguiana-Port mit dabei war. Da, wo der Turm entstand, die hat davon recht wenig mitgekommen bekommen. So, Steinplatte. Genau, die brauchen wir, die Steinstufe. Was brauchen wir denn dafür? Gebrannten Stein oder was? Ja, Ofen ist drüben. Komm, dann machen wir das noch zu Ende und dann setzen wir vielleicht schon mal den Grundstein, obwohl wir jetzt vielleicht nicht genug Stein haben. Wir können es ja immer nach abbauen von dem Turm. Da haben wir genug Stein drin verbaut. Von den Orguianern. So. Steinstufe. Der Ofen ist hier. Aber Kohle habe ich nicht hier. Ja, ein Brett. Das ist da auch zu dienen. So, ein bisschen Stein. Wird es reichen? Nimm das. Und dann komm, ich glaube, drei brauchen wir. Machen wir am besten gleich alle zu Steinen, damit wir das verwenden können. Ach je. Ich ging davon aus, dass heute ein ruhiger Part wird, aber ja, Minecraft kann man nie berechnen. Minecraft kann man. Da kann man nicht sagen, ja, heute wird ein ruhiger Part, heute wird es spannender. Kommt, wie es kommt, dann sind die Creeper dran schuld. So, Steinstufe. Da haben wir gleich 6 davon. Da können wir ja gleich eine Treppe draus bauen aus den Stufen. So schaut's aus. Eieieiei. Dass mich ein Spiel auch so fertig macht, dass mich das so mitreißt, dass mich Minecraft so mitreißt,
Das hätte ich auch nie gesagt. Das hätte man mir das vorher gesagt, bevor ich mit Minecraft Anno angefangen hätte. Hätte denjenigen für kloppt erklärt und ja, hätte den weggeschickt. Minecraft generell. Dieses Spiel. Ich kann es wirklich nicht sagen. Das muss man einmal selbst gespielt haben, um das zu begreifen. Das ist einfach, ja, ist wie die Matrix. Die kann man nicht erklären. Okay, Steinstufen hier abgelegt. Baumaterial mitnehmen. Ich weiß echt nicht, was ich davon brauchen werde und wie ich das verwenden kann, aber ja. Will hier noch den Anfangsstein setzen. Ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt schon geht, aber wird jetzt hier anfangen zu bauen. Mache ich einfach so. Und dann schauen wir mal, was draus wird. So. Setzen wir den ersten Stein. Ja, genau. Hier. Und dann bauen wir hier die erste Wand auf. Erste Mauer für die Kirche. Für die kleine Dorfkirche. Ja. Ja, da haben wir ja auch mit dabei. Ein klein wenig. Ich sehe hier gerade, das wird. Es braucht ein bisschen mehr Erde, müssen wir was anderes abbauen. Ja, aber schnell mal ins Bettchen, weil es wird Nacht. Da will ich ja bei den Creepern nicht draußen rumlaufen. Wenn jetzt hier ein Creeper rumläuft, dann ist da schrei ich ja. Und es jetzt hier nicht zischt. Na, alles sicher. So, müssen wir vielleicht ein paar Fackeln mehr aufhängen. Aber dann ist es auch wieder zu hell. Das ist dieses Spiel. Das ist, ich weiß es nicht. Es soll halt auch nicht zu grell und hell im finsteren Mittelalter. Ja. Dies ist nicht der Sinn der Sache. So. Für die Kirche brauchen wir dann auch wieder Fackeln, aber gut. Nasekratz. So. Okay, das war blöd. Aber gut. Hier raus können wir abbauen. Zack. So, hier. Und da. Zack. Na, ich weiß nicht, wird das schon reichen? Ja. Noch ein bisschen ziehen können wir so. Soll nicht allzu groß sein, aber ein bisschen Platz darf es auch schon haben. Ein bisschen größer als ein gewöhnliches Haus. Darf eine Kirche dann auch schon sein. Ja. So. Ich habe das Gefühl, dass es langsam Zeit wird, den Part zu beenden. Meine andere Uhr sagt mir, dass wir schon weit überschritten haben. Okay, da ist ein Schaf, was eingebaut werden will. In die Wand. So, ich hole mir noch ein bisschen Erde. Versuche hier noch ein paar
ein paar Erddinger zu machen. So, zack. Na komm, hier bauen wir hier ab. So. Dass ich mal Erde brauche, das hätte ich auch nicht gedacht. So, das wird, glaube ich, reichen. Mal hierher ziehen. Ja, so. Ne, hierher ziehen wollen wir nicht. Wir ziehen nicht in die Kirche. So, dann steht hier, glaube ich, schon mal die Form von der Kirche. Und dann können wir hier mal was draus machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, es ist eigentlich so mittig, meine Tür reinzubauen. Es muss ja keine groß sein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das Schaf war schon fromm. Das ist schon in die Kirche gegangen, bevor sie überhaupt stand. Ja, warum nicht? So. Machen wir hier den Eingang. Das Hauptportal. Ja, ich weiß, Portal ist in Minecraft ein bisschen was anderes, aber ja. Und auch in der Kirche heißt das B stimmt anders. Ich bin mit den Begrifflichkeiten nicht so ganz vertraut. Sollte ich eigentlich. Na denn, ich würde mal sagen, bauen wir dann in den nächsten Parts hier ein bisschen weiter. An dem Bauwerk von dem Turm, da können wir uns ja genug abgreifen. Und dann würde ich sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, nicht den nächsten Part. Den nächsten Baupart, der hoffentlich ein bisschen ruhiger wird, verpassen wird. Ja, habt noch eine angenehme Fürstigzeit. Man sieht sich dann im nächsten Part oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.